Hallo? Immer wenn ich ein Video mache, ne? Hallo! Heute wird es einen Fashion Haul für euch geben. Und zwar habt ihr euch den gewünscht, nachdem ich euch ein Bild auf Instagram gepostet hatte, habt ihr mich gefragt, ob ich nicht ein Video draus machen könnte, so als kleine Inspiration für euch. Die Sachen sind noch top aktuell, ich habe extra nachgeschaut und deshalb würde ich sagen, wenn euch irgendwas gefällt heute im Video, dann geht mal los und probiert es euch an. Vielleicht gefällt es euch dann auch so gut wie mir. Ja, wir legen direkt los. Ich war bei Zara und ich habe online ein bisschen was geshoppt. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was es denn so geworden ist, bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir fangen mal mit Zara an und ihr wisst ja, dass ich immer große Schwierigkeiten habe, Röcke zu finden. Also es ist echt ein Drama mit mir. Ich bin halt relativ klein und irgendwie sind die immer alle zu lang oder zu breit oder was auch immer. Jetzt habe ich einen total schönen gefunden, der zwar etwas ausgestellt ist, also es ist eine A-Linie. Gefällt mir nicht zu 100%, sagen wir mal zu 98%, weil mich das breiter macht, als ich überhaupt bin. Aber der Rock an sich hat mir halt total gut gefallen und deshalb durfte er mit. Er sieht so aus, ihr könnt schon sehen, er hat eine richtig, richtig schöne Farbe. Und zwar ist es so ein ganz dunkles Bordeaux und geht schon sehr stark ins Bräunliche. Es ist ein Lederoptik-Rock, also es ist kein echtes Leder und hat zwei Taschen hier an der Seite. Und das Coole daran ist, dass er reduziert war. Und zwar habe ich dafür bezahlt 19,99 € und ich habe ihn in Größe XS genommen. Also wie gesagt, ich habe echt große Schwierigkeiten mit Röcke, weil sie mir dann doch meist zu groß sind. Und ja, das immer nichts an mir aussieht. Aber den hier finde ich richtig, richtig cool, auch von der Länge eben. Das passt richtig gut. Und ja, da bin ich ganz glücklich, dass ich jetzt endlich mal einen Rock ergattern konnte. Und jetzt kommen wir zu einem Schätzchen. Ah, ich bin so, so glücklich. Und wenn ich es vor Weihnachten gefunden hätte, dieses Schätzchen, hätte ich es auf jeden Fall mitgenommen und an den Feiertagen getragen. Und zwar spreche ich gerade von diesem wunderschönen Kleidchen hier. Ihr könnt schon sehen, hier oben ist ganz viel Spitze. Und ja, es ist relativ lang. Allerdings ist es bei mir so, dass es doch sehr breit ausfällt, obwohl ich eine kleine Größe genommen habe. Also S, XS war leider nicht mehr da. Und deshalb werde ich mir so einen kleinen, schönen, eleganten Gürtel um die Taille machen, um das Ganze ein bisschen, ja, quasi taillierter aussehen zu lassen. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich es aufpeppen. Mir gefällt es halt total gut, weil hier oben so spitze ist. Und hier hinten sind auch nochmal Details. Und zwar ist das ja so zusammengenäht nochmal. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Bei dem Oberteil hier ist es so, dass das zwar reduziert war. Und zwar habe ich dafür nur noch 17,99 € bezahlt. Aber das halt vom Stoff her super edel und elegant und alles ist. Also ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich es noch ergattert habe. Den hätte ich es mir auch auf jeden Fall für einen regulären Preis gekauft, weil jetzt gerade für Feiertage oder wenn man mal was Schickes vorhat, ist es wirklich ein ganz, ganz tolles Teilchen. Ja, dann habe ich mir noch ein Schätzchen gekauft und ich bin so, so glücklich, auch über dieses Teil. Das ist der Wahnsinn. Also ich hatte echt mal Glück. Kennt ihr das, wenn ihr in die Stadt geht und irgendwie denkt, ja, heute gehe ich mal shoppen und gar nichts findet? Und wenn ihr losgeht und einfach nur schauen wollt und dann ganz viele tolle Teile findet, kennt ihr das? Oder geht es nur mir so? Ja, also auf jeden Fall hatte ich so einen Tag. Ich habe mir dann diesen wunderschönen Pullover hier mitgenommen. Ihr könnt schon sehen, es ist ein Oversize-Pulli, auf die ich ja im Moment sowieso total stehe, aber so Schwierigkeiten hatte, eben schöne zu finden. Und mit dem bin ich deshalb so glücklich, weil er super kuschelig weich ist. Er hat zwar keinen breiten Ausschnitt hier oben, was ich mir ja eigentlich immer wünsche, aber ich denke, ja, er sieht trotzdem ganz, ganz toll aus. Und der Preis hat mir natürlich auch gefallen. Und zwar habe ich dafür bezahlt 19,95 €. Und ja, ich finde den einfach mega. Und der ist so kuschelig. Der ist so toll. Und den gab es übrigens auch noch in verschiedenen Farben. Den gab es auch noch in so einem grau melierten Ton. Aber ich wollte lieber so einen hellen beigen Ton. Und ja, da könnt ihr auch auf jeden Fall mal schauen, falls ihr sowas noch sucht. Das war es soweit bei Zara. Ich zeige euch noch ganz geschwind die Sachen für meine Kinder. Es ist nicht viel, aber ihr fragt mich immer wieder, ob ich euch nicht auch mal die Sachen zeigen könnte. Das mache ich natürlich gerne. Und zwar habe ich für meinen Lucky diesen Pulli hier mitgenommen, den ich richtig cool finde. Und zwar steht da LOL drauf. Und der war reduziert. Der hat, glaube ich, 13,99 € gekostet. Ich habe den Kassenzettel noch hier. Ich blende euch dann die Preise am besten ein. Ja, also auf jeden Fall steht hier LOL drauf. Hier
am Ellenbogen hat es nochmal so eine Naht, also so eine, ja, sowas Aufgenähtes. Und der ist auch total kuschelig weich. Ich finde sowieso, dass Zara eigentlich so mit die schönsten Sachen für Kinder hat. Und dann kommen wir noch zu einem Longsleeve. Und zwar ist es dieses hier auch richtig schön. Ganz edel finde ich das. Wenn sie dann so einen richtig schönen Cardigan noch drüber haben, die Mäuse, dann ja, sind die halt fesch angezogen. Und das Teilchen hier hat nur 3,99 Euro gekostet, was ich natürlich super klasse fand. Und dann habe ich noch einen Longsleeve mitgenommen. Und zwar dieses hier in weiß. Und da steht What drauf. Und Alessandro hat schon gesagt, Mama, wenn mich irgendjemand was fragt und ich einfach nicht antworten will, dann sage ich What? Oder mach so auf mein Shirt. Fand ich total lustig. Ja, Kinder halt. Also auch 3,99 Euro. Und dann habe ich noch einen Pulli mitgenommen, den ich auch richtig, richtig edel finde. Und wenn ich den auch vor Weihnachten gefunden hätte, hätten ja, meine Kinder das definitiv zu Weihnachten angezogen. Und zwar ist es dieser hier. Oh mein Gott, der ist ganz, ganz weich. Auch wieder. Ich wiederhole mich. Und der hat 15,99 Euro gekostet. Ja, das waren soweit die Sachen für meine Kinder bei Zara und meine Sachen. Und jetzt zeige ich euch noch die Sachen, die ich online geshoppt habe. Ich habe noch was vergessen und zwar wollte ich euch noch eine kleine Umhängetasche zeigen, die ich bei Zara eben auch mitgenommen habe. Sie ist eben relativ klein, aber ich habe mir gedacht, wenn ich ohne meine Mäuse unterwegs bin, ist es genau die richtige Größe, einfach Schlüssel rein, Geldbeutel und gut ist. Und ich fand es einfach auch total süß, weil man das so umklappen kann. Und die war auch reduziert auf 19,99 Euro. Aber jetzt kommen wir, wie versprochen, zu meinem Online-Shopping. Und zwar wisst ihr ja, dass ich ein kleines Statement-Ketten-Opfer bin. Heute mal eine etwas schlichtere Kette. Und zwar geht es um Happiness Boutique. Da durfte eine wunderschöne Statement-Kette mit. Und zwar diese hier. Oh mein Gott, ich finde die so, so edel. Vielleicht auf einen schwarzen Rollkragenpulli oder eine Bluse. Einfach richtig, richtig edel. Und auch für den Preis, da kann man wirklich nichts falsch machen. Und dann kommen wir zu einem Online-Shop, der sich Rombe nennt. Da durften drei Teilchen mit und zwar zum einen ein wunderschönes Spitzenkleidchen. Das habe ich auch in meinem letzten Video getragen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und zwar sieht es so aus. Wenn ich es jetzt so hoch halte, kommt es gar nicht so gut rüber, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr es angezogen sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal bei dem Video vorbei. Hier unten könnt ihr schon sehen, da ist es so ausgestellt. Und das große Detail, was ich wirklich richtig klasse finde, ist der Rücken. Ihr könnt schon sehen, hier ist relativ viel frei. Und deshalb habe ich einen Top gebraucht für unten drunter, weil sonst ist mir das zu durchsichtig. Und normalerweise halte ich natürlich keine BHs in die Kamera. Aber für mich ist es ein Top und zwar sieht es eben so aus und das benötige ich eben für dieses Kleidchen mit ganz viel Spitze. Ihr könnt es schon sehen und hier hinten ist es eben auch ganz, ganz interessant gemacht, weil es nicht einfach nur so ein Balken ist als BH, sondern hier eben ja ganz toll. Und dieses Top hier brauche ich auch für das nächste Kleidchen, das ich eben auch von diesem Online-Shop habe. Und zwar sieht es so aus. Es ist so ein Carmen-Ausschnitt, wenn man das so sagen kann. Und zwar ist es hier auch wieder schulterfrei. Und hier hinten, auch wieder super interessant, deswegen brauche ich ja das Top, wir sehen nämlich ganz viel Rücken. Ja, auch ein Rücken kann entzücken. Und wenn jetzt hier einfach nur so ein schlichter BH wäre, das wird nichts aussehen. Und ohne BH geht natürlich auch nicht. Ja, alle Teilchen verlinke ich euch natürlich unten nochmal in der Infobox. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass beim Bild im Internet ein Gürtel mit dabei war, der auch echt gut dazu gepasst hat, aber leider nicht mitgeliefert wurde. Da habe ich einfach ja, das überlesen, dass der eben nicht mit dabei ist. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe ja den einen oder anderen Gürtel. Jetzt kommen wir zu einem anderen Online-Shop und da muss ich aber eher sagen, dass ich relativ enttäuscht war. Ich schreibe euch hier mal hin, wie es sich nennt. Und zwar habe ich euch ja vorhin gesagt, dass ich eben große Pullis mir gewünscht habe, die eben oversized sind, bei denen man vielleicht auch ein bisschen Schulter sieht. Aber ja, auch dieser hier hat auf dem Bild anders ausgesehen und ich war schwer enttäuscht, als er angekommen ist. Der riecht so unfassbar komisch. Also ich halte ihn mal hoch und er sieht überhaupt nicht aus wie auf der Abbildung. Ich bin ja eher enttäuscht und also der ist eher nichts. Und das nächste Teilchen, ja, von dem bin ich auch relativ enttäuscht gewesen. Und zwar ist es eben auch so, dass das an der Schulter so ein bisschen frei war, aber auch getragen sieht es an mir nicht so schön aus. Aber ich habe ein Kleidchen, das ich euch zeigen möchte.
das mir eben von diesem Online-Shop sehr, sehr gut gefällt. Und zwar ist es dieses hier. Und ihr könnt schon sehen, auch wieder mit ganz viel Spitze. Leider etwas zu groß, aber auch bei diesem Kleidchen hier werde ich so machen, dass ich mir das dann so hintrapiere, damit es schön aussieht. Ja, meine Lieben, das war so mein Shopping-Haul. Ich hoffe, es war was für euch dabei als kleine Inspiration. Lasst mir da sehr, sehr gerne Feedback da, da würde ich mich freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei meinem letzten Video eben, wie gesagt, vorbeischaut. Da seht ihr das Kleidchen eben nochmal getragen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Meinen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir, da würde ich mich echt riesig freuen. Oder wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut, Snapchat oder Facebook, dann bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss! Ich mache einfach mal so ein Video. Sieht schlecht aus.